Hallo, wenn du die Flächen von Rechtecken bestimmen kannst, dann kannst du auch die Flächen von den meisten Räumen bestimmen. Wie zum Beispiel die Fläche dieses Raums hier, dieser Küche. Und wie das geht, können wir uns jetzt mal gemeinsam ansehen. Was wir zunächst machen werden, wir werden einen kleinen Rundgang machen, hier durch diese Küche. Und dann können wir uns einen Plan zeichnen. Dann überlegen wir uns, wo wir was messen müssen. Und hinterher müssen wir das Ganze nur noch ausrechnen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einen Gliedermaßstab, dazu sagen viele auch Zollstock. Dann brauchen wir einen Zettel, einen Stift und ich brauche noch eine Brille dazu. So, wir gehen erstmal in den Raum hinein. Hier vor dir siehst du erstmal ein Rechteck und hier links, wo die Eckbank steht, ist auch nochmal ein Rechteck. Das bedeutet, dieser Raum besteht aus zwei Rechtecken. Und das wollen wir jetzt mal im Plan festhalten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com